Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land Video. Ich bin im Supermarkt über einen Rockstar Energy Drink oder Freeze Energy Drink gestolpert, den ich noch nicht ausprobiert habe. Und damit keiner sagt, ich stelle mich hier nicht meinen Ängsten. Pineapple Coconut, also Ananas Kokosnuss, ist beides jetzt nicht so wirklich meine Lieblingsfruchtsorte, die es da draußen gibt. Kokosnuss so als Wasser oder pur, oder ich bin auch nicht so der Bounty-Liebhaber. Im Asia-Gerichten finde ich es rum wieder ganz toll. Genauso wie Pineapple. So in Maßen, also Ananas in Maßen kann ich das essen, aber es ist halt nicht, was weiß ich, Apfel, Kirsch, Banane, Erdbeer, ne? Die Richtung, da würde ich mich sofort draufstürzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Gäbe es ein Rockstar Ananas, naja, würde ich jetzt hier sitzen. Gäbe es ein Rockstar Kokosnuss, würde ich hier sitzen und mir denken, muss ich durch. Aber beides in Kombination, da habe ich die Hoffnung, dass sich das so negativ mal negativ ergibt, plus oder irgend so eine Nummer. Auf der Rückseite dieser wunderschönen hellblau-türkis gefärbten Dose kriegen wir als Infos 100 Milliliter von dem Zeug, haben 57 Kilokalorien. Die ganze Halb-Liter-Dose kommt dann auf 284. Drin sind auch 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, so wie wir das Ganze kennen. Und Inhaltsstoffe der Reihe nach: Wasserzucker, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, ganze 2%. Dextrose, Kohlensäure, Taurin, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Koffein, Stabilisations, so irgendwas mit Glycerin, Nister aus Wurzelhas, Ginseng-Extrakt, ich hüpfe jetzt hier gerade durch, ich habe hier nicht mit einem Wort, also hier steht nichts von Kokosnuss, auch nicht irgendwas aus Kokosnuss, Wasserextrakt oder was auch immer, einzig Aroma. Also, bedeutet, jetzt treffen hier wahrscheinlich 2% Ananassaft aus Konzentrat auf Kokosnuss. Und ihr merkt es, ich glaube, ich habe jetzt noch nie so lange ein Video gebraucht, bis ich die Dose überhaupt erstmal aufgemacht habe. Ich versuche hier objektiv einigermaßen zu sein bei diesen Tests, aber hier, das fällt mir jetzt echt schwer. Bringen wir es hinter uns. So, auf ist es. Es qualmt, es dampft, es schäumt. Eindeutig mehr Ananas. Wenn mir jetzt einer sagt, da soll noch Kokosnuss drin sein, denke ich mir, nee, riechen tut man das Kokosnusszeugs nicht. Gucken wir uns mal die Farbe an. Ich sage jetzt mal, ich tippe jetzt einfach mal auf sowas weiß-milchiges, trübes. So, und? Ja, das weckt dann wenigstens so die Erwartung, Ananassaft oder Kokosnusssaft oder irgendwelche tropischen Cocktails oder sowas. Auch hier ist es ganz klar der Ananassaft, der dominiert. Darunter noch so ein leichtes Gummibärchen-Aroma. Ja, also ich sag mal so, vom Geruch bin ich jetzt gerade und denke mir, hey, warum nicht? So, aber jetzt Prost. Es ist tatsächlich Ananas, Kokosnuss, was auf Energy Drink trifft. Ich will es nicht nochmal probieren. Ich will es wirklich nicht probieren. Es liegt aber an meiner persönlichen Geschmackspräferenz, wie ich sagte, dass Ananas und vor allem Kokosnuss. Kokosnuss so trinken, Ananas ja, aber Kokosnuss, oh Mann. Am Anfang ist es super. Was heißt super? Für mich jetzt super. Am Anfang hat man ganz viel Ananas, dann wird es saurer, dann kommt der, ich sag mal, der Energy Drink Geschmack da kurz rein, aber nur so ganz, ganz, ganz kurz, und dahinter, bam, knallt so ein milchiger Kokosnusssaft Geschmack in den Hals, in den Gaumen, wo auch immer. Man hat auch noch dieses, was soll man sagen, Kokosnusszeugs dann doch auf den Lippen, so, ich will nicht sagen Kakaobutter, aber es gibt so eine Kokosnussbutter. Gibt es Kokosnussbutter? Also eine fettige Schicht, wo ich mir jetzt denke, wird da jetzt auf der Rückseite was halt von Kokosnusswasser oder so stehen, dann würde ich sagen, das ist es. Aber dass man das mit dem Aroma hinkriegt oder wie ich mir das gerade einbilde, der Hammer. Also, es riecht nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas, bis hier. Jetzt kommt das Saure, der Energy Drink, und der Abgang ist komplett Kokos. Die schwere Kokosnussnote überwiegt das jetzt alles. Ein bisschen Säure noch dabei, ein bisschen von diesem Energy Drink.
Und ein Hauch merkt man so den Ananassaft, der jetzt so in Vergessenheit gerät. Also, kommen wir zu, also ich sag mal so, es ist genau das, was drinsteht und auch von der Geschmacksentwicklung finde ich das wahrscheinlich total toll. Also Hut ab, es ist genau das, wie ich es mir vorstellen würde. Nicht so, wir kippen jetzt Kokos und Ananas zusammen und gucken mal, was rauskommt, sondern wirklich dieses Abgestufte. Erst Ananas, ein Hauch Energy Drink in der Mitte und dann zum Abgang dieses das Kokosnusszeug. Wirklich gut gemacht, wer auf diese Geschmacksrichtung steht. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Also da muss ich sagen, ja, was soll man jetzt sagen? Handwerklich finde ich den jetzt ganz gut gemacht. Meine persönliche Vorliebe vom Geschmack ist es jetzt ja nicht. Aber trotzdem, ich muss sagen, unterm Strich bin ich wirklich positiv überrascht, obwohl ich ihn nicht mag. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!